Hier spricht Ustra, willkommen zurück bei einer weiteren Folge der Legenden-Rallrocks des Verschlingers und wir haben Besuch von Serana bekommen und sollten ihn jetzt überzeugen, dass sie hier bleiben kann. Auf geht's. Nun gut, ihr habt gehört, was sie zu sagen hat. Nun sagt mir einen Grund, warum ich dieser blutsaugende Bestie nicht auf der Stelle töten sollte. Ich habe sie noch nie blutsaugen sehen und chill mal ein bisschen. Vielleicht brauchen wir sie noch. Meinen Hass vergessen? Nie im Leben. Er ist es, der mich stark macht. Okay. Das hört sich vertrauenswürdig an. Du würdest alles dafür opfern, um deinen Willen durchzubringen. Ist es so? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Sie darf fürs Erste hier bleiben. Aber wenn sie hier jemanden auch nur ein Haar krümmt, werde ich euch dafür verantwortlich machen. Verstanden, hört ihr? Ja. Fühlt euch nicht wie ein Gast, denn das seid ihr nicht. Ihr seid Mittel zum Zweck. In der Zwischenzeit bringt mich nicht dazu, meine Toleranz und Großzügigkeit zu bereuen. Macht doch mal ganz in Ruhe, ihr Ich danke euch für eure Frauen. Güte. Ich werde es nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal hungrig bin. Aber für den Fall, dass ihr das riesige Ding auf meinem Rücken nicht bemerkt habt, ich habe die Schriftrolle der Alten bei mir. Ja. Was auch immer da drin stehen mag, es wird etwas sein, das uns helfen kann, meinen Vater zu vernichten. Okay. Aber natürlich kann es keiner von uns lesen. Na, wer kann denn lesen? Nun, die Mottenpriester sind die einzigen, von denen ich gehört habe, dass sie es können. Sie müssen sich aber über Jahre vorbereiten, bevor sie mit dem Lesen beginnen. Das nützt uns sowieso nur wenig, weil sie einen halben Kontinent weit weg sind. In Cirodiil. Vor ein paar Tagen kam ein kaiserlicher Gelehrter nach Himmelsrand. Ich untersuchte gerade die Straße, als ich ihn vorbeikommen sah. Vielleicht ist das ja euer Mottenpriester. Wisst ihr, wo er sich jetzt aufhält? Nein. Ich werde auch keine Männer für eine Suche verschwenden. Wir führen einen Krieg gegen eure Art. Und ich gedenke, ihn zu gewinnen. Okay, ganz locker. Wenn ihr ihn finden wollt, redet mit allen, die mit Reisenden in Kontakt kommen. Gastwirte und Kutscher in den großen Städten. Aber... ihr seid auf euch allein gestellt. Wisst ihr, wie ihr einen Mottenpriester finden wollt? Himmelsrand ist ziemlich groß. Okay. Wohin würde denn ein Mottenpriester so gehen? Nun, bevor ich... Ihr wisst schon. Die Akademie von Winterfeste wäre immer der erste Ort, den ich wegen einer magischen oder historischen Sache aufsuchen würde. Die Magier wissen über viele Dinge Bescheid, über die Menschen vermutlich nichts wissen sollten. Okay. Jetzt, da ich darüber nachdenke, ich komme mit euch mit. Ich wollte schon lange mal losziehen und die Gegend erkunden. Seid ihr schon immer ein Vampir gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich möchte das gerne wissen. Das ist eine lange Geschichte. Ja, gut. Ich will es hören, bitte. Aber ich glaube, wir müssen etwas weiter ausholen. Ganz an den Anfang. Wisst ihr, wie der Vampirismus entstanden ist? Alter, okay, so... ein dädrischer Fürst steckt dahinter? Genau. Ja, okay. Der erste Vampir wurde von Molag Bal erschaffen. Sie war keine Freiwillige, aber sie war dennoch die erste. Ja, sehr gut. Molag Bal ist ein mächtiger Dädra-Fürst und sein Wille erschafft die Realität. Jenen, die sich ihm unterwerfen, verleiht er noch immer das Geschenk. Aber sie müssen erst ihre eigene Macht demonstrieren, um sein Vertrauen zu gewinnen. Und wie wird man dann zu einem Vampir? Die Zeremonie war... erniedrigend. Okay. Daran möchte ich nicht zurückdenken. Okay, wir haben darüber geredet. Wir alle nahmen daran teil. Sicher kein Spaß für die ganze Familie, aber etwas, das man wohl tut, wenn man sich einem Dädra-Fürsten weiht. Hört sich extrem scheiße an. Nun, ihr habt die meisten von uns getroffen. Mein Vater ist nicht gerade sehr ausgeglichen. Schließlich hat er meine Mutter mit in den Wahnsinn gerissen. Und für mich endete es mit einer unterirdischen Gefangenschaft. Wer weiß, wie lange. Alles in allem eine wirklich düstere Geschichte. Habt ihr darüber nachgedacht, euch heilen zu lassen? Ein Heilmittel? Warum sollte man so darüber denken? Warum sollte ich dieses Geschenk loswerden wollen? Insbesondere nach allem, was ich dafür getan habe, um es zu erhalten. Es mag meine Familie zerstört haben, aber ich bin noch immer hier. Noch immer am Leben. Das werde ich nicht aufgeben. Okay. Können wir tauschen, hast du gesagt? Ja. Ich möchte Dinge mit euch tauschen. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Ach cool, okay, ich kann hier wirklich
Weiß ich nicht, ich kann dir, was kann ich dir denn geben? Ich würde dir gerne was anbieten, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass du mit irgendwas kämpfen möchtest. Also, püff! Ich glaube, wir sollten uns trennen. Nein, wir haben eine wunderschöne Frau dabei. Lass uns die Gelegenheiten... Oh. Lass uns doch die Gelegenheit nutzen, diese Frau besser kennenzulernen und uns auf den Weg nach Winterfest zu machen. Warum nicht? Ich meine, jetzt sind wir mitten in diesem Quest drin. Ich weiß, ich wollte eigentlich das ganze Game beenden, aber ich glaube, mit der Beendigung dieser Aufgabe in Gänze bekommen wir einen ganz guten Schnitt hin und dann würde ich sagen, okay, wir haben das hier halt gelöst, das Add-on oder was es immer sein mag. Und macht jegliches Blocken unmöglich, mit zwei Einhandwaffen zu kämpfen. Ja, das hört sich doch auch prickelnd an. Wie wäre das denn? So, die Winterfeste ist hier oben. Wir sind davon ja gar nicht so weit weg gewesen. Ich denke mal, hier in Windhelm waren wir schon. Dann lass uns doch nach der Stelle von Windhelm reisen. Vielleicht können wir da auch den Kutscher fragen, ob wir nicht eventuell schon mal was von einem Mottenpriester gehört habt. Aber wenn er sich jahrelang darauf vorbereiten muss, diese Schriftrolle zu lesen, ich bin mir nicht sicher, ob es uns helfen wird. Hallo? Ach, hier unten sind die Stelle. Hi. Bist du der Kutscher? Anscheinend nicht. Hallo, Kutscher. Soll ich euch mitnehmen? Habt ihr einen Mottenpriester gesehen? Das ist einer dieser kaiserlichen Gelehrten, oder? Ein alter Mann mit einer grauen Robe? Ja. Das stimmt, habt ihr ihn gesehen? Könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier draußen schon genug Sorgen, mir meinen Lebensunterhalt zu sichern. Vielleicht soll ich ihn bestechen. Wir bestechen ihn einfach mal. Und vielleicht auch nicht. Wow. Da kann ich euch nicht helfen, mein Freund. Vielleicht würde ich mich besser erinnern, wenn meine... Und vielleicht auch nicht. Und vielleicht auch nicht. Stecke ich ihm gerade die ganze Zeit... Nichts dagegen. Stecke ich ihm die ganze Zeit Geld in den Hals oder habe ich kein Geld mehr? Ah, ich habe kein Geld, okay. Ich hatte mir Isgramos Stadt irgendwie größer vorgestellt. Ja, da sagst du was. Gibt's hier in irgendeiner Form Khajiit oder irgendjemanden, den ich eventuell zu handeln zwingen kann? Ich bräuchte Dinge. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier lang laufen muss, um nach Winterfeste zu kommen. Weil es ist ja alles auch in Nebel gehüllt. Naja, wir gehen mal Richtung Winterfeste. Vielleicht in diese Richtung, vielleicht ist das richtig, vielleicht auch nicht. Wir haben leider nicht genug Geld, um den jungen Mann zu bestechen. An seiner komischen Kutsche. Aber da sie sowieso nach dem magischen Ort Winterfeste möchte. Hallo? Was machst du denn hier draußen, Dennis Huhn? Würde ich sagen, geht da schon klar. Und wir haben natürlich auch eine wunderschöne, schicke Gefährtin, die zwar irgendwie Probleme damit hat, den richtigen Weg zu gehen. Aber wir sind jetzt auch extrem auf der anderen Seite, ne? Vielleicht gibt es hier eine Brücke oder so? Ich sehe keine. Hm. Hm. Vielleicht können wir hier aber noch ein bisschen Geld auftreiben. Vielleicht ist es das, was uns hier oben erwartet. Das wird uns ja erstmal reichen, um den Typen dann zu bestellen. Was ist das für ein Schatten? Ach, da oben der Adler. Oder was es immer sein mag für ein Tier. Ja, vielleicht kriegen wir wenigstens hier ein bisschen Geld gestemmt. Das wäre ja schon mal was. Verräterposten entdeckt. Das hört sich prickelnd an. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Hallo. Habt ihr eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht? Hab ich doch gar nicht verlaufen. Ist das aber eine Überraschung? Überraschung! Fuß runter! Okay. Jetzt bin ich aber auch überrascht. Wow, 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 Vampirin, Alter. Chill mal ein bisschen. Auf deiner Seite töte alles. Ich brauch das Geld. Ich nehme mal schon mal das Zeug mit. Du kannst ja so lange weiterkämpfen. Hier ist auch nicht so richtig was. Tolle, tolle Banditen.
Ich helfe mal unserer Vampirin. Ja, nee, das ist. Ja. Okay. So, Ruhe ist. Stahlplattenrüstung, die sieht eigentlich auch richtig geil aus. Gerade der Helm sieht mega cool aus. Magikerschaden, das ist jetzt meins. Ich trag zu viel. Das ist scheiße. Aber wir können jetzt endlich den Typen bestechen. Wie gesagt, zum Glück ein bisschen Geld gefunden, um ihn dann zu bestechen. Wir tun... Was tun wir denn weg? Ich finde die schwere Rüstung so cool, aber ich glaube, wir tun das... Tun das mal weg, damit wir uns wenigstens ein bisschen bewegen können. Gehen nochmal zurück an die Stelle und fragen jetzt den jungen Mann nochmal, ob er nicht vielleicht doch jemanden gesehen hat. Das wäre zumindest ganz freundlich, wenn er uns da weiterhelfen könnte. Für ein klein wenig Taschengeld. Oh, Meta, ich meins. Hallo nochmal! Soll ich euch mit... Das ist einer dieser... Könnte sein... Ich habe hier draußen schon genug... Ah, richtig. Ah. Jetzt erinnere ich mich an euren Mottenpriester. Und? Er wollte, dass ich ihn nach Drachenbrügge bringe, aber ich sagte ihm, dass ich dort nicht anhalte. Nach Drachenbrügge. Okay. Was könnt ihr mir über Windhelm erzählen? Das ist eine alte Fremden... Interessiert mich gar nicht, habe ich jetzt... Ich habe mir überlegt, ich möchte gar nicht. Aber die wäre jetzt besser als ich kann euch zu jeder Hauptstadt... Wohin soll's gehen? Ich möchte gerne nach Festung Winterfeste. Da war ich nämlich auch noch nicht. Also lass es nochmal eben gehen. Komm mit! Oder nein, du willst neben der Kutsche herlaufen? Okay. Ich bezahle die nicht für dich. War ja nur meine Idee. So. Winterfeste. Kurz davor zumindest. Hallo! Meine Aufgabe ist es, dem Jahr zu dienen. Nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Mich in der Akademie einschreiben und den ganzen Tag herumstolzieren? Hallo, hi. Ich bin doch nicht einfach so gut gelaufen. Wo wollt ihr denn hin? So, komm mit, Serena. Wir wollen mal hier gucken, was abgeht. Hi. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Mach ich. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Ist okay. Was ist für ein Ort? Warum seid ihr hier? Ich bin hier, um denen zu helfen. Und wenn meine Anwesenheit... Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Bis zum nächsten Mal. Ich bin einfach nur so hier. Wollt mal nur gucken, was hier so geht. Blaues Wasser. Schimmer, schimmer. Kommen Sie gerade. Wollen uns hier mal ein bisschen umgucken, oder? Mann, ist das eine kaputte Brücke. Hallo? Ich bin's. Braucht ihr etwas? Da, jetzt sind wir hier und was hat uns das gebracht? Gar nichts. Lass uns nach Drachenbrügge gehen. Wenn ich mich daran erinnere, wo das war. Das war irgendwo hier hinten. Ne, das war auf der ganz anderen Seite der Welt. Moment mal. Drachenbrügge war irgendwo ganz hinten. Hier. Naja, werden wir mal nach da gehen. Wer weiß schon, was... der Mottenpriester da will. Wer weiß, ich weiß überhaupt gar nichts. Ich weiß weder, was sie von dem Mottenpriester wollen, noch ob mir die Schriftrolle der Alten in irgendeiner Form helfen wird gegen den anderen Typen. Hi, du. Sag mal. Ich hab hier in letzter Zeit ein paar üble Gestalten durchkommen sehen. Dachte, ich hätte solche Leute hinter mir gelassen, als ich Markhardt den Rücken kehrte. So, was ist mit dem Besucher? Ein Priester? Tut mir leid, aber davon habe ich keine Ahnung. Probiert doch mal, eine der Wachen zu fragen. Okay, ja. Ja, dann halte ich auch zurück. Dann komm doch nicht hier hin und tu so Hallo. Leute, die hart. Nein, das glaube ich nicht. Okay. Also gut. Hi. Wo komm... Ach, das war also ein Mottenpriester. Er fuhr vor kurzem mit einer Soldateneskorte durch die Stadt. Sie hielten aber nicht an,
sondern fuhren nach Süden über die Drachenbrücke. Okay. Dann suchen wir im Süden Richtung Drachenbrücke, aber nicht in dieser, sondern erst in der nächsten Folge hier bei den Legenden von Ralrok, denn wir wollen uns das ja noch ein bisschen aufsparen, das sieht so cool aus immer. Und ich bin gespannt, was wir von dem Mottenpriester genau erwarten können und warum denn der ganze Schar Soldaten dabei hat, dieses Geheimnis werden wir lüften. Bald. Bis dahin.